Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Theater-Vlog, quasi ein Liederabend-Vlog. Ja, wir werden hier gerade verkabelt. Heute spielen wir das Stück Auweia zweimal. Zweimal. Hier wird gerade verkabelt, Steff wird auch gerade verkabelt. Das ist Gleb, unser musikalischer Leiter. Zack, jetzt ist er drauf. Yeah. Und Knichel hat großartigerweise... Und der Sascha macht heute den Ton. Und Knichel bringt immer hautfarbenes Tape mit. Natürlich. Das ist Gold wert. Das ist Pflicht. Denn das braucht man, um sich schön zu tapen. Nur Pflicht. Soundcheck. Ja, dann lass uns noch mal die erste Aufführung machen jetzt. Ich bin allergisch gegen Pärchen. Wenn mir mit Pärchen Lust vom Hals. Ich frag mich, womit ich das bloß verdiene. Wie viel wiegt so eine Maschine? Viel zu viel, um abzuheben. Lost words let me off free. And then let me soar to lost words like me. And lost words like me are free. Mädchen kommt hier rum und unterstützt die deutsche Abwehr. Und vom Stadion der Freundschaft bis Santiago Bernabeu sitzt du in den Logen und du singst Ole, Ole, Ole. Der Fanclub aus Cuxhaven. Aus Cuxhaven kommt hier. Der Lars, der ist fast immer dabei. Treuer Kniechelgucker. Andreas ist auch gekommen. Ja, Musical Company Power, da ist auch noch Musical Company Power übrigens hier. Da, guck jetzt auch mal für. Braunschweig ist da. Meine Eltern sind natürlich da. Oh, jetzt guck mal, was diese beiden tollen, bezaubernden Damen hier mir gemacht haben, weil es passend zum Stück, ich habe ja so Flugangst und so, haben sie mir ein Kinderschokoladen-Flugzeugkuchen gemacht. Oh mein Gott. So sieht das hier draußen übrigens aus. Ja, ja. Während wir jetzt gerade Pause haben. Und hier sind auch schon die nächsten Leute, die erste Vorstellung noch nicht gesehen haben. Die jetzt in die zweite Vorstellung wollen. Hier gibt es zum Beispiel lecker Essen und nettes Zusammensein. Und Max ist auch da! Max, grüß dich! Malvina ist auch da! Wow! Swag, man, baby, swag! This is it! Oh no! Ja! Wenn ihr Malvina nicht kennt, dann solltet ihr die alten Vlogs mal gucken. Ne? Die kann nämlich auch hammergeil singen hier, diese Hammergeil. Ja, so ungefähr. Genau, hört ihr? Ihr hört es selbst, ich merke es, ihr hört es selbst. Manni ist da! Yeah! Den kennt ihr ja auch noch, ne? Von den alten Vlogs. So, und jetzt startet die zweite Aufführung. Ich atme ganz tief durch, ich weiß genau, ich kann das, doch am liebsten wäre ich jetzt irgendwo anders. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen einwärts ging. Thank you.
Die Torte habe ich auch. Die habe ich auch. Ich kriege nur Essen. Ja, das ist der Marvin. Der Marvin darf mich interviewen jetzt. Für was denn? Für mein Schulradio. Für dein Schulradio? Oh. Ja, klar, das bleibt immer gespeichert. Alles klar. Setz ich einen Link unten in die Videobeschreibung. Sehr witzig. Ich habe hier gerade das Schülerinterview gegeben und er sollte mir noch Grüße ausrichten von Tiffy. Ich verlasse es nicht. Von Tiffy. Woher kennst du Tiffy? Sag mal. Ich bin auch im SSK. Du bist auch im SSK. Ich bin übrigens Schwertschaukämpfer. Ehrenhalber bin ich übrigens. Nur mal so. Wenn ihr nicht wisst, worum es geht, unten in der Videobeschreibung könnt ihr immer die Videos sehen. Der Gruß war, SSK ist überall. Wir wissen, wann und wo du auftrittst. Und vielleicht kommen wir dich mal besuchen. Oh nein, nicht die Videos. Ja, guckt euch mal an, die Videos, dann wisst ihr, wovon wir reden. Ich muss jetzt erstmal den netten Konrad hier vorstellen. Der hat mir nämlich heute ein bisschen den Kameramann gemacht. Dankeschön. Bitte. Oh, und hier Musical Company Kollegen sind auch sehr da, cool, wie eben. Performance. Oh, danke schön. Sehr gut amüsiert. Ist auch ein sehr guter Musiker. Seht ihr in den Adams Family Box, seht ihr das? Steff! Was? Wie fandest du es? Ach so, also ich persönlich war der erste besser als in der so. Ich habe schief gesungen, ganz am Schluss der letzte Ton, den habe ich nicht gehört. Na gut. Da habe ich dir aber auch gar nicht zugehört. Achso. Mag Steff. Das war wieder mal ein Vlog aus dem Leben von Schauspielern. Wir gehen jetzt noch draußen ein bisschen feiern, ne, Emma? Ja, das wir gehen jetzt noch draußen feiern. Ihr habt ja gesehen, draußen ist schon was los. Und wir sehen uns beim nächsten Stück vielleicht mal live. Kommt vorbei.